Ist anscheinend außerhalb des der Gemäuer, allerdings. Zumindest um die Uhrzeit. Oh, okay. Dachte gerade schon, ich hätte noch die Kaul an. Aber dann wären die direkt auf mich zugestürmt gewesen. Right. What can I do for you, citizen? Oh. Yes? Is there something you need? And he just said... Ah. My mother? Oh, do you know her? She's such a sweet woman. I've been a terrible daughter, I'm afraid. I simply must visit more often. Oh ja, am besten jetzt direkt. Anyway, I have duties to tend to. If you see my mother, tell her I'll visit soon. I promise. Yes? Hm. Hello? Did you hear me? I asked if you needed anything. Well then, I've got duties to tend to, so if you'll excuse me. Sure. Verdammt, sie sieht mich. Okay, Moment, wir machen das mega safe. Ich glaube, sie sieht mich gerade. Ich gebe dir hiermit diesen Apfel und damit ist meine Tat erledigt. So. Gut, die Kollegin ist schon mal erledigt. Ich glaube, sie ist auch wahrscheinlich das größte Problem, weil sie einfach mit Armor hier rumläuft. Gehe ich mal davon aus, dass es relativ schwer ist, sie zu legen. So. Das haben wir. Matthias Draconis in the Talos Plaza District of the Imperial City. Orko. Merken wir uns mal Leia Wynn, dass da unser treues Ross steht. Talos Plaza District. Wenn er da in einem Haus ist, wahrscheinlich nachts, sollten wir da auch eigentlich keine Probleme haben. Hier. Kann es sein, dass unser Pferd automatisch mit teleportiert wird? Ah, hier. Einem Hotel, eventuell? Könnte gut sein. Das Einzige, was uns durch die Lappen geht, übrigens durch die Poison Apple Methode, ist natürlich das Gear, das die Kollegin hat. Sollte aber kein größeres Problem sein. Joring the Butler. I've served Master Umbacano for many years. My master, Umbacano, is known across Cyrodiil as a collector of alien antiquities. He's always interested in rare artifacts from that era. Why? Do you have something of interest to my master? Yeah. Really? May I see it, please? Das ist eine Überraschung. Yeah. My master trusts me to decide what to show him, I'm afraid. Okay, haben wir überhaupt eins? Ich weiß gar nicht. How interesting. Ah, anscheinend ja. I'm sure the curio shops in the market district would be glad to give you a fair price for this. Unfortunately, my master is only interested in the rarest and most unique alien artifacts to add to his collection. Alien Waystone Dings. Naja. Goodbye. Gut. What? Das klang jetzt eher wie ein Khajiit, wollte ich gerade sagen. Oder ein Arconian. Ja. Ushija. Gut. Nee, ist aber kein Problem. Denn wir haben ja Mittel und Wege, um uns hier den Weg hier rein zu verschaffen. For the love of Azura, can't a man have a bit of privacy? Get out Falsch. Here. Anscheinend ja. Okay. Ach hier oder was? Im Basement. Ach Umbacano, stimmt. Der Kollege interessiert mich ja eigentlich gar nicht. Never mind. Aber es anscheinend hier irgendwo im Basement, ja. You're not supposed to be in here. Ach, ist das so? Yeah? What are you looking at? At a dead man.
A dead man? You got some kind of death wish, is that it? Yeah? Time to die? Slave of what? Oh, all right then. You're some kind of crazy, is that it? Come here then. Show me what you've got. Okay. Leichter als erwartet. No. Yeah? Okay. Well then. I'm going to go about my... Okay, Moment, haben wir nicht? Das ist ein bisschen komisch, was, dass dieser Frenzy-Ding hier nicht funktioniert immer. Goddammit. Ist ja gut. Meine Herren. War ich eine Bouncy? Ne. Gut. Well met. Das ist ein bisschen von Nachteil, weil eigentlich will ich ihn ja genau im Basement haben. Dadurch, dass Frenzy nicht funktioniert, wundert mich irgendwie. Naja. Wir können auch nicht mit ihm reden, das heißt, wir können seine Death Position nicht weiterhin droppen, sodass wir ihn eine niedrige Death Position bekommen, sodass er uns direkt angreift. Er gibt uns den ersten Hit, was natürlich ein Problem ist, weil das dann natürlich als Straftat gilt. Außer wir machen uns das Ganze leicht und ich equip die Call of Nocturnal. Was wir hier übrigens eigentlich mal ausprobieren könnten. Ja, ist gut. Okay, dann machen das Ganze ein bisschen crazy. Sehr gut. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht, aber okay. Okay, goodbye. No! Aber ich kann sagen, wenn wir Glück haben, ist hier kein Guard. Ist natürlich nicht der Fall. Shit. Okay. Ich glaube, wir müssen über Green Emperor Way hier raus. Deswegen schauen wir einfach, dass wir uns hier durchheilen. The Great Escape! Irgendjemand wurde gerade getroffen und das war, glaube ich, nicht ich. Klang zumindest nicht so, als wäre das ich gewesen. Okay. Market District, okay, da kenne ich mich auf jeden Fall aus. Ja. Gut, haben jetzt in dem Fall keinen Heal mehr, aber das ist okay. Wir sind sowieso Full HP, von daher passt das schon. Jetzt hier die Kaul zu dequippen wäre übrigens keine gute Idee, weil wir sonst trotzdem weiterhin noch angegriffen werden würden. Wieso wird mir hier Green Emperor Way angezeigt? Keine Ahnung. Anscheinend ist da noch irgendjemand in der Imperial City. Was machen die Leute da hinten denn? Oh. Okay. Wuhu! Gut. I'm gone! Das war nicht die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe, aber passt schon. Okay. Sind wir safe? Nee, noch nicht. So, das wäre jetzt die barbarische Art, das Ganze zu lösen. Wobei wir anscheinend nach wie vor immer noch verfolgt werden. Jetzt sind wir safe, okay. Gut. Und hier nehmen wir am besten mal die Fingleam. Ach schon, der Night Vision ist ein bisschen blöd. Das aber, das wäre Waterwalking.
All right then. Irgendwas, wollte ich sagen, macht hier noch Probleme. Wunderbar. Saven wir das Ganze mal, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir jetzt ganz normal wieder in die Imperial City fast traveln können oder ob wir da jetzt den Zorn der Götter auf unserer Seite haben, auch wenn wir die Kaul nicht mehr haben. Nö, ist alles gut, okay. Sehr schön, sehr schön. Also das funktioniert, perfekt. Also wir haben, glaube ich, hier hinten irgendwo gelegt, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich glaube, der wurde schon entfernt. Ja, ja, genau. Wenn man die Area verlässt, wird der Körper schon entfernt. Das heißt, alles looten, was man gerne hat. Gerne möchte von demjenigen. So. Talobasa-District haben wir. Also nur noch Drunk Dragon Inn. Und Macquelli Cavern. Wenn die Kollegin kein Vampir ist, dann müssten sie eigentlich durch den Poisoned Apple draufgehen. Genau. Dann machen wir den Drunk Dragon Inn. Am besten als nächstes, wenn ich mal sehen würde, wo das genau ist. Es klingt irgendwie nach einer Taverne in irgendeiner Stadt, aber anscheinend ist es irgendwo außerhalb von der Stadt. Und die in der Stadt wollte ich eben zuerst lösen, weil die, glaube ich, mit die knackigsten sind. Ah ja, okay. Das ist. Da waren wir anscheinend auch schon mal. So ein Inn. Irgendwo in der Pampa. Drunken Dragon Inn. Ach, er ist das, oder was? Ja. Der Grund, warum es nicht funktioniert, ist, glaube ich, einfach, weil es up to Level 6 ist und NPC ist dann anscheinend ein paar Level höher. My mother? No! What have you done to her? I'll kill you! Okay, leichter als erwartet. I'm getting attacked. Please help. Thanks. Glaubt man sowas, ha? Speak quickly. I have no. Ja, okay. Ich danke. Ich danke. Ja, gerne. Nightmother Rituals. Ah. Gut. Gut, das war dann doch leichter als erwartet. Immerhin das. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen übrig, kann das sein? Wenn wir noch zwei haben, mache ich mir Sorgen, dass die andere Kollegin eventuell ein Vampir ist. Wo war die eigentlich? Jaden Hall? Leowyn? Leowyn. Ich gebe ihr einen Poisoned Apple und die lebt immer noch. Das ist... Shit. Moment. Wieso habe ich dann... Komisch. Also ich habe den Shrine noch nicht gefunden, aber er wird mir trotzdem angezeigt. Ha. Dass die Kollegin Leowyn noch lebt, macht mir gerade echt Sorgen. Damn. Naja. Gehen wir Richtung Swampy Cave und gehen von da aus erstmal Richtung Schrein, dass wir den dann auch offiziell quasi haben. Genau, in die Richtung war's. Dass wir den offiziell haben. Und dann... Das sieht geil aus, ha? Definitiv. Gefällt mir richtig gut hier. Genau, machen uns von dem Weg dann auf Richtung... Wie heißt es? Macquelli Cavern. MVC. Sollte relativ leicht sein. Wie gesagt, es ist ein Dungeon. Ich gehe mal davon aus, dass wir da wahrscheinlich einfach auf... Ja, ganz normale ganz normales Wildlife treffen werden. Hätte uns mal auf jeden Fall eine Mudcrab, aber... Macht mir in dem Fall keine Sorgen. Kleinen Imp. Anscheinend auch ein Oblivion Gate hier direkt in der Nähe. Ja, da hinten haben wir es. Also gehen wir mal gekonnt. Okay, hier ist auch noch eins. Langsam werden sie biestig hier mit ihren Oblivion Gates. So, da haben wir auch schon den Shrine. Vraminas Shrine? Sag mir in dem Fall gerade gar nichts. Was ist los hier? I have mastered my fears. There is no terror to compare with what Vramina has shown me in my dreams.
Aha. Vermina. I have seen everything. After you've seen through Vermina's eyes, nothing can frighten you. Who are you? Who dares to walk in the House of Shadow? What business do you have with the Lord Vermina? Achso, dann ist sie aber weiblich. Here we worship Vermina, praying for her to grant us true visions. What is your business here? Ist ein Bosma. I wish to speak with Vermina. To speak with Vermina, you must offer a Black Soul Gem to the Deidre Lord. Oh, Black Soul Gem. So funktioniert das hier, hm? Go then. Alles klar. Okay, Mr. Dua. Kein Problem. Kümmern wir uns aber später erst drum. Wir werden sowieso hier einmal kurz durchpacen. Dann auf der anderen Seite haben wir die... den Dungeon, den wir brauchen. Black Soul Gem. Ist auch eine kleine Prozedur, überhaupt einen Black Soul Gem erstmal zu kreieren. Da müssen wir auch ein bestimmtes Prozedere erstmal durchmachen. Aber dazu kommen wir natürlich dann, wenn es soweit ist. Black Soul Gems sind quasi einfach normale Soul Gems, die allerdings die Seele von einem Menschen natürlich, oder von einem, von einer Kreatur, Bosma, Ork, egal, halt, einfangen können. Können natürlich normalerweise, normale Soul Gems nicht. Wo ist der Eingang zu den Caverns hier? Ach, hier hinter uns. Wie man auf dem Radar natürlich sehen kann. Aber gut, anscheinend können wir die Vermina-Quest sogar schon machen. Sagt mir in dem Fall aber auch gar nichts, Vermina. Naja, werden wir sehen. Was es mit der Kollegin genau auf sich hat. Wir nehmen mal unsere Glass Axe. Ach, Mountain Lion. Ja, ja, easy. Easy money, wir nehmen mal den, unseren Lieblings... Helmet für Night Vision. Dann sehen wir hier in dem Fall auch, was auf uns wartet. Wie zum Beispiel Ratten. Ja, ja, doch, das wird relativ leicht. Das spüre ich schon im Gemächt gerade. Kein Problem. Oh Gott. Oh, okay, es sind zwei. Na, das ist ein kleines Problem. Ach, wieso nehme ich denn einfach Pfeil und Bogen? Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Shit. Okay, schauen wir mal, ob die hinterherkommen. Wenn nicht, ist ein Problem, weil wir sofort... Nee. Weil wir sofort angegangen werden, wenn wir durch das... durch die Tür marschieren. Mal schauen. Vielleicht können wir es cheesen. Ich weiß nicht, ob die ihre HP auch regenerieren, wenn ich rausgehe. Wenn ich reste, bin ich mir ziemlich sicher, weil das war in Morrowind natürlich genauso, dass ich, wenn ich reste, dass die ebenfalls ihre HP resetten. Oder wieder aufgefüllt haben, wenn ich wieder reingehe. Habe ich nicht Healing Potions? Ja. Okay, einen haben wir gelegt, sehr gut. Da, okay. Ja, gut. Elven Arrows nehme ich gerne wieder an mich. Okay, die war eine Herausforderung. Ich nicht hier, ja, auf jeden Fall die Kaul, um zu sehen, ob hier noch irgendwas um die Ecke ist. Hier haben wir Night Eye. Sehr gut. Ich sollte eher auf Reflect Damage gehen, glaube ich, hier gegen Wildlife. Gerade gegen so Sachen wie Bären. Ah, da hinten haben wir sie schon. Das ist nochmal ein Bär, oder? Naja. Ah, sehr gut.
Sehr gut. Okay. Na, dann haben wir ordentlich durchlöchert hier, mein Gott. Alle noch gut Arrows gefressen. So, hinten haben wir schon gesehen, also hier hinten, genau, da haben wir, The Woman of the Hour. Ah, die kommt direkt auf mich zu, oder wie? Okay, barbarisch. Alles klar. Oh, okay. Rassistin, ha? Huh? You elves are all the same? Ja, komm her. Ich zeig dir was. Ich zeig dir, was dann mal drauf haben, meine Gute. Yes! Also deine Gefährten waren auf jeden Fall ein größeres Problem. Gott, ich hab auch mit dem Steel Mace an. Den haben wir... Black Bear vor allem, den haben wir geone-shottet? Ich dachte, der war noch am Leben danach, oder? Kann mich nicht daran erinnern, dass... Wir haben auch keine Enchantments irgendwie auf dem Arrow. Sehr komisch, aber gut. Die sind auch allen verschiedenen Sachen nachgegangen, ne? Die Kollegin hier ist eher... in der Höhle mit Tieren. Okay, jedem das seine. Die andere ist Wache in Leobin und anscheinend Vampirin, weil sie nichts essen muss. Das ist schon nicht schlecht. Ja, und einer ist ein weiterer Guard geworden. Personal Guard, aber so wie es aussieht. Den nehmen wir mal beide mit. Potion of Dedication vor allem. Ach stimmt, ich wollte mir ja sowieso mal die Liste anschauen, ob wir da eventuell mit interagieren können. Moment. Reflect Damage größtenteils, glaube ich. Ich glaube, das ist... Wäre zumindest auch gerade in der Höhle, wäre das mehr angebracht gewesen, die beiden zu equippen. Liste. Ja. Ah, okay, da können wir uns auch Informationen hier reinholen. Steht auch, dass die eine Kollegin irgendwie eine Vampirin ist? Wahrscheinlich nicht. My daughter lives in a cave and no, I'm not very happy about it. Sippy has always loved animals, almost as much as Andy loves beer. And a couple of years ago, she apparently thought it was a good idea to abandon the empire and live as a savage with the rest of the animals. In that time, I'm afraid... Sibby has kind of cracked. She's basically as wild as the beast she lives with. What can I do? I'm Sibby's mother and I always love her. She obviously doesn't want or need anything from civilized society. So what I'd like to do is to find a tanner and secure the largest fur blankets you can possibly find. The last time I saw Sibby, she was nearly naked and I can't imagine there is much in that cave to keep her warm. When you do bring them to Mugvelly Cavern, be careful. The wild animals are bad enough, but Sibby herself will probably attack anyone on sight. Good. Good. Leowyn, genau. Wir schauen mal. Also wir haben jetzt noch zwei übrig. Haben auch eine gute Bounty mittlerweile für den Grey Fox hier angehäuft. Genau, zwei sind noch übrig. Das meine ich nicht, sondern das hier. Und zwar, Leowyn vs. Celia. Das haben wir... Ne, ist noch einer, oder? Also Talos Plaza District, also Perinia, natürlich haben wir uns darum gekümmert. Matthias Draconis, Talos Plaza District haben wir erledigt. Andreas Draconis, Drunken Dragon Inn haben wir erledigt. Sibyl Draconis, Mock Valley Cavern. Also ja, nur noch eine. Und die Castle Leowyn, den ich den fucking Apfel gegeben habe. Goddamn! Goddamn. So, Matthias, Andreas, Sibylla, Celia. You'll find her in the barracks, my beautiful... Say? My dearest daughter broke so many hearts when she was younger. But now she's an officer in the Imperial Legion. I'm afraid she's let herself go a bit, not gotten fat. By Mephala, not dead, but she settled into a more practical kind of look, even a bit boyish, I guess.
you could say. So what I'd like to use to get my, say, as much pretty girl stuff as you can. Flowers, perfume, Nora chocolate, that sort of thing. You've already received half your fee in advance and will receive the remainder after the gifts have been purchased and delivered. Ah, also wenn ich normalerweise den vorher noch, bis, also abgesehen von der Kollegin hier, abgesehen von Sibylla, wenn ich das vorher mache, kriege ich vielleicht auch Kohle von ihr. Ah. As we originally agreed, thank you again for providing such a valuable service. Sincerely, Perennia Draconis. Also wenn ich... Wenn ich hier ein, zwei Blumen mitnehme. Zum Beispiel. Zum Beispiel sowas. Und ihr das dann gebe, zählt das dann als... Komme ich dann leichter an sie ran? Ich weiß nicht. Aber anscheinend ist sie ein Vampir, von daher ist es wieder eine andere Sache. Schauen wir mal in Leowin vorbei. Immer vorher, nicht vergessen, immer vorher die Kaul, die equippen. Ansonsten könnte es ein kleines Problem geben.